Schönen Nachmittag. Hallo. Aber schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es erwartet Sie eine hochexplosive kommende Stunde. Wohl in jeder Beziehung gibt es ja Meinungsverschiedenheiten. Die Frage ist nur, inwieweit dann die schönen Momente in einer Beziehung auf der Strecke bleiben. Man liebt den Partner auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte man ihn ab und zu auf den Mond schießen, hin und wieder sogar vorbei. Mein Thema heute, wir können nicht mit und nicht ohne einander. Das hat sich auch mein erster Gast, die Helga, gesagt, ab dem Zeitpunkt, als sie von ihrem Alex schwanger war. Sie würde gerne ohne ihn, aber sie ist von seinem Geld abhängig. Hier ist die Helga. Heute dreht sich alles bei dir um den Alex. Ja. Den kennen wir hier in der Barbara Karlich Show schon. Der war vor kurzem bei uns. Und vielleicht schauen wir uns ganz kurz einmal einen kleinen Film an, einen Ausschnitt aus der Show von damals. Du sagst, du warst früher ein Macho. Ja. Was hat sich denn jetzt geändert in deinem Einstellungsmuster? Ich muss dazu sagen, meine Mutter entschuldigte sich bei meinen Partnerinnen jeweils mit der Aussage, es tut mir leid, ich habe ihn als Macho erzogen, der macht nichts daheim. Mhm. Es änderte sich dann in der zweiten Ehe schlagartig, als mir meine damalige Frau einfach die Wäsche nicht mehr gewaschen hat. Mhm. Ich habe das durchgezogen, habe ihr Wäsche auch gleich mitgemacht und wurde im Haushalt auch immer fleißiger. Ein Mann ist da vielleicht, wenn er es macht, pedanter als die meisten Hausfrauen. Mhm. Und ich möchte es einfach sauber und schön haben. Und von dem her, ich gebe das Heft nicht mehr aus der Hand. Ich bewundere dich. Und vor allen Dingen, ganz lieber, und du schaust doch schon so wie ein ganz lieber aus. Und also Kompliment für ihn, Mann. Danke. Aber generell würde ich sagen, dass bei Kleinkindern die Mutter ganz eine wichtige Person ist. Ja. Bei der Erziehung der Kinder. Das ist einfach. Es ist schon leider durch Sorgen. Keine Stimmt. Frage. Nur, ich finde Windel wechseln was Wunderschönes. Helga, was hat dich denn damals bei diesem Ausschnitt aus dieser Sendung, was hat dich so aufgeregt? Dass er gemeint hat, er tut Windel wechseln so gerne. Er hat bei seiner Tochter, die was heute ein Jahr alt ist, nicht einmal die Windel gewechselt. Der Alex und du, ihr habt ein Kind miteinander. Ja. Wie heißt dieses Kind? Ines. Und er hat erzählt, dass er so gerne Windeln wechselt. Du sagst, das stimmt aber gar nicht. Nein. Also bis heute nicht einmal sich drum gekümmert, weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten, weder Windel gewechselt noch irgendwas gemacht. Woran liegt das? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Er behauptet, vor Gericht hat er behauptet, ich verweige ihm die Kleine. Ich verweige ihm die Kleine seit der Spitalsentlassung. Er hat auch bis heute noch keinen Euro dafür bezahlt für die Kleine. Fangen wir mal von vorne an. Gut. Ihr zwei habt euch kennengelernt. Ja. Wann war das ungefähr? Das war 06 in der Disco am 10. März in Antaccio haben wir uns getroffen. Mhm. Und ihr habt euch verliebt ineinander? Und wir haben uns ineinander verliebt und es war auch die ersten paar Monate eine schöne Beziehung. Also wir sind fortgegangen, haben gemeinsame Sachen gemacht und so. Und als ich dann schwanger wurde, hat er sich um 100 Grad geändert. Mhm. Was hat er denn geändert? Weil ich dann vielleicht nicht mehr so fortgehen habe können, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe mich dann getrennt von ihm, weil er sich in meiner Schwangerschaft auch nicht um mich gekümmert hat, weil ich sehr viel alleine war. Ich war sehr viel unterwegs, alleine und ja, dadurch habe ich gesagt, ich mag nicht mehr und ich will nicht mehr. Mhm. Du sagst, du hast dich auch erpresst gefühlt? Ja, ich habe mich sehr erpresst gefühlt. Also wenn ich was gesehen habe und gesagt, das ist schön, und er hat gemeint, soll ich dir das kaufen? Und dann hat er gemeint, ja, ich kaufe dir das aber nur, wenn du mich heiratest oder wenn du zu mir in mein Haus ziehst. Das war immer. Er wollte, dass du bei ihm bist? Ja. Warum wolltest du das nicht? Die erste Zeit wollte ich zu ihm ziehen. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, nein, ich ziehe nicht zu ihm. Nur dann, wie er dann die Arten aufgestellt hat oder wie er sich dann benommen hat, bin ich dann mit der Art nicht mehr fertig geworden. Beschreib diese Art ein bisschen näher.
Na eben, dass er mich alleine lassen hat mit der Schwangerschaft. Ich bin allein zum Arzt gegangen, ich habe alleine alles gekauft für die Kleine. Ich habe alles gemacht in der Schwangerschaft. Also er war fast nie da für mich. Nur zum Fortgehen, muss ich sagen, finde ich mal wem anderen auch. Was ist das für eine Mappe, die du mit hast? Ja, diese Mappe sind die ganzen SMS von ihm drinnen. Also was er mir alles geschrieben hat, angefangen von ich liebe dich und von Sachen, wo es ihm dann am Schluss ziemlich die Hoheit aufgestellt hat. Also ich möchte gerne eines vorlesen, wenn ich darf. Ja, bitte. Es ist der 18.01. um 18.20 Uhr. Guten Abend, Frau Hofer. Orkanwarnung, unser geplanter IC steht in München. Nehme den IC und sind um ca. 20.30 Uhr in Wien. Wie geht's meinen großen Babys? Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und da gab es aber auch misslungene romantische Abende. So wollen wir es einmal so nennen. Ja. Da hatte ich, glaube ich, einmal eingeladen. Am Donauturm? Ja, das war 6 Wochen vor der Entbindung von meiner Kleinen. Mhm. Am 19.12. ist er mit mir auf den Donauturm gefahren. Mir war schlecht. Wir sind trotzdem auf den Donauturm hinaufgegangen und wir haben dort eben was gegessen und sind nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde wieder hinuntergefahren, wo ich geglaubt habe, so, meine letzte Stunde hat jetzt geschlagen mit meinem Kind. Na, glaubst du, wollte er dich da quälen oder wollte er dir eine Freude machen damit? Er wollte mir sicher eine Freude damit machen. Ist doch nett von ihm. Ja, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Du meinst, er hätte wissen müssen, dass dir schlecht wird bei so etwas? Ja, genau. Und so einmal den Lift hinaufzufahren und dann muss ich da runterschauen. Ich habe nicht runterschauen können. Ich habe nur immer geradeaus schauen können. Was ist am Valentinstag passiert? Ist er gekommen mit einem riesengroßen, also mit Blumen und hat gemeint, er schenkt mir die zum Valentinstag. Und dann hat er die Kleine genommen, hat die Kleine 20 oder 30 Milliliter getrunken, ist gesessen, hat geweint und ich habe gesagt, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Aufgestanden, hat geweint und ist bei der Tür hinaus, also weder gesehen noch gehört wieder von ihm. Dann habe ich die Blumen ins Fenster gestellt und meine Nachbarn sind dann gekommen und haben gesagt, was habe ich da jetzt für hässliche Blumen in meinem Fenster stehen, von wem ich die habe. Also er hat dir ein romantisches Abendessen geschenkt. Ich weiß nicht, ob es so romantisch war, wenn du oben sitzt. Er hat dir Blumen geschenkt. Mhm. Mit Blumen drückt ein Mann meistens seine Zuneigung zu einer Frau aus. Aber nicht mit den Blumen, was er mir geschenkt hat. Mir wäre es viel lieber, hätte Zeit für mich gehabt oder hätte, weiß ich nicht, andere Sachen gehabt für mich. Na, was hättest du gern gehabt von ihm? Was ich gerne gehabt hätte von ihm wäre, dass er nicht welche Sachen gesagt hat, die was nicht stimmen. Zum Beispiel? Also wenn wir haben zum Beispiel Fernsehen geschaut und ich habe gesehen im Fernsehen in Wolfgang Ambros und nachher seine Mama, eine Schauspielerin. Und habe gesagt, das ist von Wolfgang Ambros die Mama. Das ist ja nicht normal, das stimmt ja nicht, du bist ja nicht normal. Was erzählst du denn da? Ich glaube, du spinnst. Solche Sachen. Und dadurch habe ich dann gesagt, so kann ich nicht leben. Wie war denn die Geburt von der Ines? Ich schwenke einen Tag vorher aus. Ja? Also das heißt, meine Tochter war bei mir. Wir sind am Freitag einkaufen gegangen fürs Wochenende. Und am Samstag um 8 habe ich dann die Rettung angerufen und bin ins Spital gefahren. Habe nicht gewusst, dass meine Kleine auf diesen Tag auf die Welt kommt, weil sie wäre erst am 12.02. auf die Welt gekommen. Und war dann dort im Krankenhaus und sie haben gesagt, ich muss gleich da bleiben, meine Kleine kommt auf die Welt. Und war dann dort und habe sie dann bekommen und er ist dann um 3 Nachmittag ins Spital gekommen, ohne Blumen, ohne Bouquet, ohne Billet, ohne irgendwas. Ja, ist er ins Spital gekommen und hat dann gemeint, jetzt hast du mich angerufen. Sag ich, wann hätte ich dich schon anrufen? Na, wenn du im Kreißsaal sitzt, hättest du mich schon anrufen können, dass du die Kleine kriegst. Ich habe was Besseres zu tun gehabt, als wie im Kreißsaal zu sitzen und ihm anzurufen. Aber woher hätte er dann wissen sollen, dass das Kind unterwegs ist? Er hat es ja gewusst. Ist ja überraschend gekommen, oder? Ja, es hat ja keiner gewusst, dass sie 9 Tage zu früh kommt. Wer sollte das wissen? Ich habe ihm ja dann angerufen worden und gesagt, du hast jetzt eine Tochter. Aber ich kann nicht mitten im Kreis, wenn ich in die Wehen liege, anrufen und sagen, hallo, ich kriege jetzt mein Kind. Würdest du sagen, du bist eine sehr temperamentvolle Frau? Ja, ich lasse mir manchmal nichts gefallen von Männern. Und er, der Alex? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich von mir nichts fallen lassen. Na, ist er auch ein temperamentvoller Typ? Ja. Er kann auch sehr schreien und er kann auch sehr heftig. Ja.
Er hat mich schon einmal angeschrien am Telefon, wo ich dann gesagt habe, so mit mir nicht, ich hänge auf. Wie ist denn das Verhältnis heute zwischen euch? Wir reden nichts mehr. Kein Wort. Wir haben uns das letzte Mal im September gesehen bei der Gerichtsverhandlung wegen einem Vaterschaftstest. Und seitdem, seit 5 Monaten, weder hören noch sehen noch irgendwas. Wir gehen uns ziemlich aus dem Weg. Die Vaterschaft hast du angesprochen? Ja. Die hat er abgelehnt? Ja. Mit welcher Begründung? Er hat behauptet, ich war vielleicht mit anderen Männern noch im Bett. Stimmt das? Nein. Ich stehe jetzt neben der Sabrina. Ja. Hallo. Du bist die Tochter von der Helga. Wie ist dein Verhältnis zum Alex? Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, aber nachdem er sie in der Schwangerschaft eigentlich so missbehandelt hat und ihr nicht geholfen hat beim Einkaufen, beim Putzen oder sonstiges, ist das für mich das größte Arschloch auf Gottes Erden. Was sagst du zu diesen Erpressungsversuchen vom Alex deiner Mama gegenüber? Er hat sie mit dem weggetrieben von ihr. Ganz einfach, hätte er sie nicht erpresst mit solchen Sachen, hätte gesagt, ich kaufe es dir, weil ich dich liebe, wäre das vielleicht alles ganz anders wissen. Das ist ein Wahnsinn, der Typ, ich weiß nicht. Da war ja noch so eine Erpressung am Christkindlmarkt. Ja, sie hat einen Teddybären gesehen, der hat ihr gefallen und er hat gemeint gehabt, den kaufe ich dir nur dann, wenn du zu mir rausziehst ins Haus. Blödsinn. Wie, und das ist eine Erpressung, weil deine Mama, eine erwachsene Frau, einen Teddybären gern hätte? Er kauft ihn nur dann, wenn sie rauszieht ins Haus. Ich meine, da brauche ich ja nicht einmal sagen, meinem Partner, dass ich den lieb finde, den Bären oder so irgendwas. Hat sich diese Abneigung ein bisschen auf dich auch ausgewirkt? Musst du jetzt deiner Mama mehr helfen mit dem Kind? Ich helfe schon sehr viel mit der Kleinen, ja. Was machst du da alles? Ich habe der Kleinen ein Gewand gekauft, ich habe der Kleinen ein Bett besorgt, ich habe mit der Mama geschaut, dass sie ein Kinderwagen für die Kleine hat. Also er hat eigentlich gar nichts besorgt für die Kleine. Und du kümmerst dich? Ich kümmere mich teilweise um die Kleine, ja. Es gab ja noch ein Problem mit dem Alex bei deiner Hochzeit. Ja. Er meinte unbedingt, er muss den Großen von meinem Papa spielen. Er meinte unbedingt, er muss meinem Papa zeigen, dass meine Mama jetzt in Alex gehört und nicht mehr meinem Papa und musste unbedingt im Mittelpunkt stehen und musste sich aufdringen, dass das sein Tag ist, weil er wollte ja meine Mama auch heiraten. Und was hat er dann gemacht? Oder? Dieses Fummeln, dieses Herumknutschen, dieses Abgeneigte. Er hat nicht einmal interessiert, dass meine Mama mit mir reden wollte. Von dem her war es für mich dann gelaufen an dem Tag mit den Typen. Walter, du bist der Ehemann? Ja. Hast du das auch so empfunden bei der Hochzeit? Genau so. Wie ist deine Meinung zum Alex? In meinen Augen kann er sich nicht als Vater bezeichnen. Warum nicht? Na, weil er sich um sein Kind nicht kümmern kann. Ganz einfach. Naja, aber er darf sich ja nicht kümmern drum, oder? Ich glaube, Helga, du hättest dir etwas dagegen, oder? Wenn er die Ines sehen würde. Er hat sich ein Jahr nicht gekümmert, also brauche ich ihn jetzt auch nicht mehr. Walter. Ich sage mal so, hätte er sich von Anfang an vielleicht anders verhalten, wäre die ganze Situation anders gewesen. Ja, wie hätte er sich verhalten sollen? Ich sage mal so, mehr auf die Helga eingehen sollen in der Schwangerschaft auch, weil eine Schwangerschaft ist nicht leicht. Ich bin zweifacher Vater, ich weiß, von was ich rede. Du hast ja eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch mit deinem Vaterschaftstest? Ist richtig, ja. Wie war das bei dir? Naja, meine Ex-Freundin hat mir damals auch mein Kind verweigert. Ich habe dann eben mit der Zeit die Zweifel noch daran gehabt, dass ich der Vater bin. War das ähnlich wie bei der Helga mit deiner Ex-Freundin? Ungefähr, ja. Ich meine, es hat zwar noch andere Sachen dann gegeben, aber ich habe dann ganz einfach einen Vaterschaftstest beantragt. Der hat herausgestellt, dass ich der Vater bin. Hatte aber danach auch nicht wirklich Chancen, weil sie meint, ja, sie hat das komplette Jugendamt hinter sich gehabt. Hat sie halt gemeint, ja, ich bin ein schlechter Vater, was meiner Meinung nach nicht der Wahrheit entspricht. Aber kannst du den Alex auch ein bisschen verstehen, dass er diese Vaterschaft anzweifelt? Das war ja ähnlich wie bei dir. Nein, kann ich nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass die Helga wirklich vor der Schwangerschaft in Alex betrügen hätte sollen. Es gäbe auch keinen Grund dafür. Und deswegen kann ich das auch nicht verstehen, wirklich. Helga, würdest du deiner Tochter, der Ines zuliebe, wie alt ist die jetzt? Ein Jahr. Würdest du deinem einjährigen Kind zuliebe wieder auf den Alex zugehen? Ich glaube nicht, dass meine Tochter zugeht zu ihm. Und außerdem, dass er sich Weihnachten nicht gerührt hat, es weiß jeder, wann Weihnachten ist und es weiß jeder, wann sein Kind geboren worden ist. Also er hätte eine Karte schicken können oder SMS schreiben können oder weiß ich nicht was. Er hat mich vom Richter hergestellt, dass der dich weiß ich nicht was sein. Ich habe 4 Wochen gewartet und dann bin ich aufs Jugendamt gegangen und habe gesagt, er zahlt nichts, er macht nichts, er tut nichts und das ist bis heute so.
Und meine Tochter, meine Ines, wird auch ohne Vater groß und stark. Du brauchst nur meine Tochter, die Sabrina, anschauen, die ist auch ohne Vater groß und stark geworden. Helga, tief durchatmen, das waren sehr viele Anschuldigungen. Der Alex ist hier und er sagt ganz klipp und klar, Helga, wenn du den Mund nur aufmachst, lügst du. Ja. Hier ist der Alex. Alex, herzlich willkommen. Stimmt es? Wann habt ihr euch zum letzten Mal gesehen? Im Herbst? Im September, ja. Was ist seither passiert? Kein Kontakt mehr miteinander? Kein Kontakt, nein. Ich bekam vom Gericht bereits das Schreiben, Vaterschaftstest ist positiv, aber es war sonst nichts weiteres. Du hast die Sendung verfolgen können. Ja. Was sagst du zu Helga? Ja, darf ich Niki Lauda zitieren, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ne? Also, Marianne Mendt ist übrigens nicht der Vater vom die Mutter vom Amboss, aber bitte. Fakt war, ich habe mir sicherlich in meinem Leben, wie jeder Mensch, ein bisschen was zu Schulden kommen lassen, nicht alles richtig gemacht, aber bezüglich Helga kann ich nur sagen, ich habe alles versucht. Ich habe immer zu ihr gesagt, ich würde Steine klopfen gehen für dich und fürs Kind. Nur, wenn ein Mensch nicht kommunizieren will, wenn ein Mensch dauernd flüchtet, wenn du den Kühlschrank vollräumst und sie kommt dann nicht am Wochenende oder rufst an, sie hebt nicht ab, ruft nicht zurück, keinerlei Antworten. Wenn sie stattdessen lieber stundenlang täglich Telenovelas schaut und so glaubt, ihre Probleme lösen zu können, was soll ich machen? Die Helga hat sich erpresst gefühlt von dir, hat sie uns erzählt. Das ist unwahr. Ist absolut unwahr. Wir kamen zusammen, die ersten 2-3 Monate waren sehr okay. Als sich die Schwangerschaft herausstellte, war das Thema im Raum, von wegen Adoption. Das war aber von uns beiden, also das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ob man es freigibt zur Adoption oder ob man es abtun lässt, wie auch immer. Wir sagten damals beide, sie sagt, ich verstehe, wenn du nicht mehr 20 Jahre zahlen willst. Und ich habe verstanden, dass sie sagt, sie will eigentlich kein Kind mehr alleine großziehen. Ich sage, okay, dann machen wir es gemeinsam. Das war der Deal. Wir machen es gemeinsam. Dass das natürlich in einem Haus, in einem großen neuen angenehmer ist als in einer kleinen Wohnung, ist ja keine Frage. Und das war von Anfang an so abgemacht und sie war ja immer schwer begeistert davon. Und ich habe alles versucht, ich habe die Nähe gesucht, wie das nicht funktioniert hat, ich habe mich ferngehalten. Es ist wurscht, wie ich komme, ist alles vertraut worden. Es ist ganz egal, es ist immer reziprok gelaufen. Würdest du sagen, kann man es der Helga gar nicht recht machen? Jetzt, wir haben das gehört, diese Geschichte absolut mit dem Donnertour, mit dem Valentinstag, mit den Blumen. Funktioniert nicht. Es funktioniert absolut nicht. Wie war das bei der Geburt? Bei der Geburt war es so, dass ich viel zu spät verständigt wurde. Weil sie kam ja in der Früh schon ins Spital und das Kind kam kurz nach eins. Also es wäre genug Zeit gewesen. Wärst du gern dabei gewesen bei der Geburt? Ja, absolut, ja. Ich habe das auch nachher verziehen, dass ich zu spät verständigt wurde. Und gesagt, okay, dafür gehen wir uns jetzt gemeinsam an. Und im Endeffekt dann war es so, dass sie, ich habe damals eine Babyschale noch gekauft fürs Auto und habe sie abgeholt vom Spital. Und sie meinte dann, sie braucht jetzt ihre Ruhe. Und das ist ganz nett, als frisch gebackener Vater, wenn du daheim sitzt und es kommt kein Anruf, es kommt gar nichts. Es kommen keine Antworten. Die Helga hat gesagt, du hast dich dann nicht mehr gemeldet. Ja, das ist absolut unwahr. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Nähe suche. Jeder, der mich kennt, weiß das. Das sind Tatsachen. Helga, das sind zwei völlig konträre Geschichten. Ja, frage mal, wie viele Stunden er im Spital war bei mir, wenn ich das auf die Finger zähle, wie viele Stunden er da war. Erzähl es uns. Etliche. Den ersten Tag, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, 3 Stunden, weil da hat er wieder gehen müssen. Das war der Samstag. Am Sonntag ist er gekommen mit der ganzen Family, da war auch nicht mehr als wie 2-3 Stunden da. Am Abend nicht mehr, ha? Am Montag war er da. Am Montag? Ja. Am Montag war er am Abend da, da waren Kolleginnen von meinen Arbeitskolleginnen alle da, mit meinem Chef und meiner Tochter. Er war auch nicht so lange da und am Dienstag war er nur 1 Stunde da, weil mehr Zeit hat er nicht mehr gehabt für mich.
Alex, eines noch zu Weihnachten. Hast du dich nicht gemeldet, keine Karte geschrieben? Ja, muss man die Vorgeschichte dazu verstehen. Ich war permanent im Spital, muss dazu sagen, ich muss ja von Niederösterreich nach Wien reinfahren, also es ist nicht ums Eck. Ja. Und ich war auch, wie meine Familie da war, ist die Familie schon heim und ich war am Abend noch im Spital und bin noch runtergegangen zum Konditor für sie was holen und habe sie versucht zu verwöhnen, wie eben die ganze Zeit. Und dann, wie sie zu Hause war, wollte sie nichts mehr wissen von mir. Dann bin ich am Valentinstag mit Blumen gekommen und habe das Kind im Arm gehabt und sie sagt mir so, und ich will nichts mehr sehen und hören von dir und ich brauche auch kein Geld von dir. Das war Faktum. Und habe mich praktisch rausgehauen. Helga, sagt man so Bitte. Etwas vielleicht im Zorn oder sagt man etwas, so etwas unbedacht und denkt gar nicht nach drüber? Du warst enttäuscht. Ich habe nachgedacht. Ich habe nicht mehr wollen. Und das hat gesagt, du willst nichts mehr, du willst kein Geld, du willst dich nicht mehr sehen. Er hat ja nicht einmal irgendwas gesagt, wenn Geld, da hast du Geld oder was. Ich habe einfach nicht mehr können, weil es einfach nichts mehr umgekommen ist. Der Glanz hat gefehlt, es hat alles schon gefehlt. Und das nicht nur seit der Geburt von der Ines, sondern schon vorher. Alex, die Helga sagt, sie möchte nicht mehr mit dir reden. Ich kann niemanden zwingen dazu. Alex, was könntest du der Helga anbieten? Ich kann niemanden zwingen dazu. Ich würde mich freuen, mein kleines Kind zu sehen. Ich habe ja eine 15-Jährige, mit der es super klappt. Und wir waren fort mit ihr letztes Wochenende, samt der Mutter. Ja, also mit meiner ersten Frau überhaupt keine Probleme. Das geht alles reibungslos. Und ich habe auch damals Windeln gewechselt. Es ist ja, in der Sendung wurde ja die Helga mit keiner Silbe erwähnt. Ja. Aber nicht bei der Ines. Helga, Bitte. Vielleicht können wir ja, nicht darf, die Sendung dazu aussehen. Nutzen. Nein, hört mal zu, beide. Das ist ja da kein Kindergarten. Ihr habt ein Kind miteinander, ja. Ein Einjähriges. Habe ich da schon gesagt. Das bringt jetzt nichts, wenn der eine auf stur schaltet, der andere möchte vielleicht irgendetwas. Vielleicht, ihr müsst ja nicht wieder zusammenkommen, aber ihr seid Eltern eines kleinen Kindes. Ihr müsst miteinander reden. Es geht nicht Warum anders. Warum muss ich reden? Wo steht das geschrieben, dass ich reden muss? Es ist meine freie Entscheidung, ob ich das mache oder nicht mache. Und genauso war es in der Schwangerschaft. Ich muss ja mit niemandem reden. Und darum bin ich daheim gesessen und durfte nicht kommen. Und sie kam auch nicht. Also so läuft es. Elisabeth, du bist die jetzige Partnerin vom Alex. Ja. Du sagst, der Alex ist ein absoluter Traummann. Oh ja, das ist er. Das klingt anders als das, was die Helga erzählt. Ja, er ist ein Traummann. Er macht alles für mich. Er macht den Haushalt, er schaut, dass er jede freie Minute mit mir verbringt. Hat er dir schon einmal Blumen geschenkt? Ja, freilich. Haben sie gefallen? Natürlich. Gabi Fischer, schönen Nachmittag. Grüß dich. Das scheint eine schwierige Situation zu sein. Ich habe so das Gefühl, da ist so eine Patzstellung, gell? Und da geht irgendwie nichts mehr. Dann habe ich mir versucht auszurechnen, 2006 seid ihr zusammengekommen, das ist im März oder so, das ist jetzt 2 Jahre her. Da gab es eine Schwangerschaft, das Kind ist 1 Jahr, also du bist ja relativ schnell schwanger geworden offensichtlich. Ja? Also ich habe so das Gefühl, da war diese erste Verliebtheitsphase und die haben einander gar nicht richtig kennengelernt. Mhm. Und da waren Erwartungshaltungen, nämlich sowohl vom Alex an die Helga als auch die Helga vom Alex, die nicht abgeklärt worden sind, die vielleicht der andere gar nicht bringen kann. Aber ich muss euch jetzt diese Frage stellen, sie ist sehr intim, ja, ihr müsst sie nicht beantworten, aber ich muss sie stellen. Ihr habt ja doch schon ein gewisses Alter, wieso habt ihr nicht verhütet? Kann ich ganz einfach erklären. Die Helga hat das Problem gehabt mit dem Jobverlust, weil die Boutique zugesperrt hat. Bei mir war das Problem, die vorige Firma war insolvent, man wartet Ewigkeiten aufs Geld. Das heißt, wir waren beide finanziell sehr schmal. Und nach 6 Jahren sagt der Gynäkologe, bitte nicht mehr mit der Pille anfangen, Hormonspirale, die kostet ein paar 100 Euro, die wir einfach nicht hatten. Ein Kondom kostet weniger. Jetzt stimmt, ja. Habe ich mir auch irgendwie gedacht. Wir sagen das immer zu unseren Kindern eigentlich, die Jungen, aber selber. Ja, ja, nein, es ist schon okay, nur ich denke mir,
da ist jetzt die erste Gemeinsamkeit, die ihr habt, die ich zumindest finden kann. Ja? Also ihr habt beide offensichtlich einen Aufwall an Gefühlen gehabt, an Emotionen, und da ist die Ines entstanden. Und ich denke mir, das ist das, was ihr gemeinsam habt. Ob das jetzt gescheit war oder nicht, wie ihr das gemacht habt, jetzt ist ein entzückendes Kind da, das einen Vater und eine Mutter hat. Ihr müsst einander nicht lieben. Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass ihr stundenlang miteinander reden müsst. Ja? Aber ich denke mir, Helga, bitte nimm der Ines nicht den Vater. Sie hat einen Vater, wo die Ines dann entscheiden kann, ob sie diesen Vater nett oder nicht nett, ob sie diesen Vater liebevoll oder nicht liebevoll findet. Ich finde, das soll die Tochter entscheiden, weil möglicherweise ist er auch zur Tochter ganz anders als zu dir oder hat die Tochter andere Erwartungshaltungen an ihn. Ich verstehe schon, ich habe so das Gefühl, du sitzt jetzt hier so da, ja, wippst so ein bisschen und wirkst auf mich sehr bockig, ja. Ich vermute, das liegt aber daran, dass du sehr verletzt worden bist. Mhm. Ja, du hast eine andere Erwartungshaltung gehabt, du bist verletzt und jetzt machst du zu. Ich kann das verstehen. Es ist nur so, wenn du diesen Schutzmantel, so dieser Bockigkeit um dich stülpst, ja, nimmst du dir selber auch was. Was denn? Gar nicht. Nein, das ist berechtigt. Die müssen die anderen nicht lachen. Das ist eine berechtigte Frage. Jeder hat seine Meinung. Genau. Also ich habe die Meinung, ich habe die Meinung. Nein, es ist berechtigt. Die darfst du auch fragen. Du nimmst dir die Offenheit, du nimmst dir den Zugang zum Kind, dass das Kind auch seinen Vater kennenlernt und dir dann nicht unangenehme Fragen stellt. Du nimmst dir das, dass du vielleicht später dann einmal einen Vorwurf von deiner Tochter Ines kriegst. Da gäbe es einen Papa, der sagt, du hast mich nicht zu ihm lassen. Also weißt du, ich denke mir, gib den beiden eine Chance. Darf ich das sagen? Ja, gerne. Gut, also wie du sagst, die Kinder dürfen sich dann ab 14 Jahre selber entscheiden, ob sie zum Vater wollen oder nicht. Und ich habe meiner großen Tochter auch gesagt, sie darf jederzeit zu ihrem Vater, wenn sie will oder nicht. Ich habe meinen Kindern nie was im Weg gelegt. Nur dieser Vater hat die Sabrina nicht sehen wollen oder sonst wie auch immer. Und ich werde auch der Ines keine Steine im Weg legen, nur wenn sich ein Vater ein Jahr lang nicht meldet, nicht rührt, nichts macht, keine Karte schickt, nichts. Ja, aber dann hat er gar keinen Bezug zu der Ines. Ja, aber Helga, da kann ich dich jetzt nicht aus der Verantwortung lassen. Ich verstehe deinen Schmerz oder was du da erlebt hast, aber du hast ihm auch keine Chance gegeben. Er hat sich ja nie wieder gemeldet, was hätte ich machen sollen. Ihn anrufen sollen und sagen, Alex, du weißt doch, dass du ein Kind bitte, hast. Bitte, es geht von euch beiden, und das ist jetzt nicht nur dir, ja, sondern beiden. Es geht dauernd um Schuld. Wo war er denn, wie die Kleine krank war? Du hast gesagt zu mir. Ja, wo hat er denn gewusst, dass sie krank ist? Also ich denke mir, es geht nicht um Schuld. Wenn ich gesagt habe, dass ich dich nicht mehr sehen will, heißt es noch lange nicht, dass du dich nicht um dein Kind kümmern brauchst. Na, ist nicht so. Genau, und ich denke mir, und den Ansatz, der Ansatz gefällt mir. Nicht gewusst, dass er sein telefonieren kann schon. Also. Nein, Helga, nein, aber du hättest mich anrufen können, sagen, fragen, wie es dein Kind geht. Helga, der Ansatz gefällt mir, und jetzt hast du ihm gesagt, was du gerne hättest bezüglich des Kindes, und ich denke mir, jetzt kann er sich danach richten. Tut er es im nächsten Jahr nicht, ja? Wenn er jetzt weiß, er darf anrufen, es wird abgehoben, wenn er jetzt weiß, er darf Geschenke vorbeibringen oder er darf einmal eine Runde spazieren gehen mit der Kleinen, wenn er weiß, er darf das jetzt und er nützt es nicht, dann hätte er es verspielt. Warum tun sich denn Paare nach einer Trennung so schwer? Naja, es ist schwer, wenn schon so viel passiert ist. Aber ich denke mir, es geht ja gar nicht darum, wir wollen ja gar nicht, dass die zwei jetzt heiraten und zusammengehen. Ja? Ich denke mir, die Helga ist so glücklich mit dem Kind und er ist glücklich mit seiner Freundin. Das passt ja. Sie sollten sich nur eine Chance geben, der Ines wegen. Und ich denke mir, die Helga sollte dem Alex sagen, was sie sich erwarten würde, wie für sie ein guter Vater handeln würde. Und der Alex hätte dann die Chance, entweder so zu handeln oder ganz einfach zurückgezogen zu bleiben, dann kennt man sie auch aus. Aber ich denke mir, dann ist es eine klare Sache. Im Moment waren das so Verletzungen, so Pattstellungen. Also wenn jeder so ein bisschen mehr nachgibt, der Ines wegen. Nicht, dass ihr wieder zusammenkommt, auch nicht, dass ihr euch jetzt liebt oder so. Was. Gott, aber es war mal was da. Es war was da, dass ihr Kind gekriegt habt und das aufs Kondom vergessen habt. Ja, ich habe zwei Wochen
nach besagtem Valentinstag angerufen. Sie meinte am Telefon, was willst du eigentlich noch? Was glaubst du, hat sich was geändert in der Zwischenzeit? Nein. Habe ich gesagt, okay, wir werden uns noch mal einmal noch sehen müssen, denn ich bringe dir deine paar Sachen und hole mir meine 7 Zwetschgen. Da durfte ich dann auch nicht mehr ins Zimmer rein zum Kind. Sie hat mir das im Vorzimmer hingestellt. Geschenke, die ich früher fürs Kind kaufte, ohne Erpressung, die waren mit dabei in den Sachen. Und daraus resultiert auch, wenn eine Mutter so den Vater des Kindes behandelt, klar, lässt er dann einen Test machen. Ja. Automatisch. Wenn man so viel mitmacht, ja, kommt automatisch irgendwo ein Misstrauen, weil so behandelt man den Kindesvater einfach nicht. Getrennt, wieder zusammen, getrennt, wieder zusammen, getrennt. So ähnlich würde sich die Biografie meines nächsten Gastes lesen. Doch er schwört, diesmal ist es für immer aus. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Top informiert. Mit heute in Österreich. Aktuelle Berichte aus den Bundesländern und die punktgenaue Wetterprognose. Danach in Frühlingszeit Alfons Haider, wo er sich entspannt, wie er lebt. Zu Besuch beim Dancing Star Juror. Und in konkret Fischölkapseln, ein Naturprodukt, wichtig nach dem Herzinfarkt. Aber die Krankenkasse will es nicht bezahlen. Der Vorabend mit heute in Österreich, Frühlingszeit und konkret. Heute ab 17.05 Uhr, ORF 2. Wir können nicht mit und wir können nicht ohne einander das Thema meiner heutigen Sendung. Wir haben den Alex erlebt auf der Bühne, wir haben die Helga gesehen auf der Bühne und die Helga hat das Studio verlassen, um sich um die gemeinsame Tochter, um die Ines zu kümmern. Wenn Sie mal zu uns kommen möchten ins Studio, dann darf ich Sie einladen, zum Telefonhörer zu greifen 01 886 27 47 57 76. Unter dieser Nummer gibt es Gratiskarten. Weiter geht es mit der Margit. Margits Eifersucht zerstörte fast die Beziehung zu ihrem Christoph. Sie weiß heute, Schuld daran war mein schlechtes Karma. Hier ist die Margit. Margit, Eifersucht war ein großes Thema in eurer Beziehung. Wer war denn auf wen eifersüchtig? Ich auf meinen Schatz. Warum? Warum? Ja, also es hat sich an und für sich bei mir in der Kindheit schon aufgetan. Und dann hat es natürlich in der Beziehung ausgewirkt, dass man sagt, ja, egal wo er hingekommen war, er war erfolgreich, die Kinder haben ihn gemocht und ich bin immer so im Abseits gestanden. Das natürlich, da war ich eifersüchtig. Wenn Frauen auf ihn zukommen und sagen, hallo Christoph, und dann ich, oh mein Gott, was ist jetzt? Und da ist natürlich, dass man sagt, ja, was ist jetzt los, was passiert? Und ja, mir ist es so ähnlich gegangen wie der Helga. Schatz, ich wünsche mir Blumen. Mein Schatz, bringt mir Blumen. Rote Rosen auch noch. Super, aber was haben sie? Stacheln. Großer Fehler natürlich, wobei, das sind so Zickereien, die bringen nichts. Wenn man ehrlich drüber spricht, dann sagt man, ja okay, man findet einen Weg und das funktioniert dann. Wie hat dein Freund darauf reagiert? Auf diese Eifersüchteleien von dir? Ja, ich sage, auf Dauer hätte er sicher nicht geschafft. Ganz sicher nicht. Also, und wie ist es dir gelungen, dich dann zu ändern? Ich nehme an, du hast dich dann geändert. Genau. Ich habe im Internet hab ich gesucht, weil ich war mit mir unzufrieden, ich war mit meinem Leben unzufrieden. Bin dann auf eine Internetseite gestoßen von Mentalen Lichtzentrum, bin dann zu Ingrid gefahren, habe dort eine Einzelsitzung genossen und dann ist mir klar geworden, okay, wenn ich so weitermache, habe ich meinen Schatz maximal noch ein halbes Jahr und dann bin ich los. Du hast ja immer schon diese Selbstzweifel gehabt, auch vor deinem Freund. Du warst nikotinsüchtig, du warst alkoholkrank und du hast alle diese Schwierigkeiten überwunden. Ja, Gott sei Dank. Ja, also die Zigaretten sind ganz weg, dann der Alkohol ist auch weg von dem her, weil es war ja auch durch das, dass ich im Service gearbeitet habe, da kommst du leicht an Alkohol. Mhm. Die Eifersucht ist sofern auch.
Insofern, ich habe kein Problem, wenn wir ausgehen, wenn wer neuer dazukommt oder so. Wir haben jetzt eine andere Basis. Durch das, dass ich Karma gelöscht habe und meine Spiegel angeschaut habe. Was bedeutet Karma? Karma ist einfach, es gibt positive und negative. Und das Negative ist aus meiner Sicht das, was man aufarbeiten sollte. Das heißt, wenn ich mir nicht vorstellen kann zu lieben oder wenn ich nie irgendwas anderes, angenommen als Kind, ich habe nie erlebt, meine Eltern glücklich zu sehen, dann habe ich auch nie irgendwie das Bild in mir. Und wie soll ich es dann schaffen, selber was Glückliches zu haben, wenn ich es nie vor mir gehabt habe und wenn ich es auch nicht, mir nicht vorstellen kann? Das darf man sich ja erarbeiten. Hast du Angst, dass du jemals wieder rückfällig werden könntest? Nein, definitiv nicht. Wie geht dieses Löschen, von dem du gesprochen hast, vor sich? Was passiert da genau? Man geht an und für sich ins Seminar, bekommt dort, sage jetzt mal Anführungszeichen, seine Werkzeuge. Man schaut, okay, was habe ich für ein Problem? Wo liegt die Ursache? Und wie kann ich sie löschen? Und dann arbeitet man das auf. Im mentalen sowie im seelischen Bereich auch. Und im emotionalen natürlich auch. Kann man sich das vorstellen wie in einem Seminar? Da geht man rein und nach ein paar Stunden geht es einem einfach gut und besser? Ja, es ist zumindest aufgearbeitet. Nach dem ersten Seminar bin ich nach Hause. Immer denkt, ich habe einen neuen Mann. Also es war wirklich, ich bin heim. Hallo mein Schatz, wie geht's denn? Was war los? Und ich denke, wow, coole Sache. Also es ist wirklich, von dem her darf man sich erarbeiten. Und ich sage, es ist jetzt nicht die Eifersucht, das große Problem gewesen, es ist einfach der Alltag, wo man auch daran arbeiten darf. Was kostet so ein Wunderseminar? Für 2 Tage 300 Euro. Die investiert man und dann ist man ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es gehört mehr dazu. Weil wenn ich sage, okay, ich will mich nicht ändern, dann kann man in dem Seminar auch nichts machen. Wenn ich sage, okay, mir ist der Knopf praktisch aufgegangen und ich sage, okay, ich will nicht mehr rauchen, mir zipft der Alkohol an, mir zipft das an, dass ich unglücklich bin. Und dann sage ich, ja, okay, jetzt möchte ich mein Leben ändern. Dann kann ich es versuchen und da gehört mehr dazu. Das ist mit 2 Tagen nicht getan. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ich stelle meine Ernährung um, dann ist das auch nicht von heute auf morgen getan. Du bist der Christoph, gell? Oh ja, der Freund von der Nadi. Wie war denn die Zeit vor der neuen Margit? Wie war denn die alte Margit, unter Anführungszeichen? Also mit der alten Margit hat man eher mehr Machtkämpfe gehabt. Also wenn ihr ausgehen wollt, nachher war es immer ein bisschen ein Kampf, eben durch die Eifersucht. Mhm. Wie hat sich das denn geäußert, diese Eifersucht? Ja, es hat sich dadurch geäußert, dass sie nachher zum Beispiel ständig angerufen hat, dass sie gesagt hat, ich will nicht, dass du ausgehst. Und in die Richtung hat sich das geäußert. Wolltet ihr euch sogar trennen? Ja, zwischendrin sind immer wieder so Trennungen, so halbe Trennungen aufgekommen. Von ihrer Seite? Von ihrer Seite, ja. Und bist du heute stolz auf sie? Ich bin heute sehr stolz auf sie. Wenn ich so gut verstehe, glaube ich, das wird heuer noch einen besonderen Tag geben. Ja klar, gibt es heuer noch einen besonderen Tag. Es gibt noch heuer eine Hochzeit. Wann wird es soweit sein? Im August. Können wir das genaue Datum wissen? 8.8. 8.8.2008. Genau. Aber nicht um 8 Uhr in der Früh. Nein. Da schlafen wir noch. Viel Glück für die Hochzeit. Dankeschön. Und für die Ehe. Mein nächster Gast, der bezweifelt so ein Modell, das wir gerade gehört haben, denn der hält nichts von aufgewärmten Beziehungen. Es ist der Manfred und er sagt, wer eifersüchtig ist, der bleibt es auch. Und das weiß er aus eigener Erfahrung. Hier ist der Manfred. Hallo Manfred, herzlich willkommen. Die Eifersucht. Die Eifersucht, ja. Du warst 9 Jahre lang mit deiner Partnerin zusammen. Mittlerweile, ja. Seit ein paar Tagen ist Schluss. Seit ein paar Wochen, ja. Warum ist Schluss? Warum? Weil wir im Laufe der Jahre uns einfach auseinandergelebt haben, ganz einfach. Das war einfach, es sind viel zu viele Sachen passiert. Es ist aber Eifersucht war auch ein Thema bei euch? Auch durch die Eifersucht, ja. Aber nicht nur, sagen wir so. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach, es
haben sich gewisse Sachen einfach verändert. Das Vertrauen war weg. Hast du mitgezählt, wie oft wart ihr denn in den 9 Jahren getrennt und wieder zusammen? Schon einige Male, also ich sage mal so 4, 5 Mal. Du hast ein Studio für Erotikmassagen, kann jetzt, das damit zusammenhängen? Jetzt nicht mehr, also, aber hat sicher damit, ist damit zusammengehängt, ja, gar keine Frage. Mhm. Hatte sie Grund für Eifersucht? Meines Wissens noch nicht, aber weil sie war selber dort, sie ist, hat selber dort gearbeitet als Geschäftsführerin und hat alle Mädchen selber gekannt. Mhm. Und da sie eigentlich den Hauptteil dort war, also ich war ja nicht so oft dort, und mehr sie dort war, hat sie eigentlich keinen Grund gehabt für die Eifersucht. Wer ist denn immer wieder zurückgekommen zum anderen? Warst du das oder war das deine Freundin? Teils, teils. Also schon auch ich. Also ich will da jetzt nicht so schlecht machen oder sonst irgendwas, schon auch ich, ja. Aber sie genauso oft. Und ist diesmal irgendetwas anderes? Irgendetwas anders als bei den anderen Trennungen? Nein, wir sind draufgekommen, dass es einfach keinen Sinn hat. Weil es dauert ein paar Monate, da ist alles in Ordnung, alles wieder gut und dann fängt es wieder an. Wie lang waren die Trennungsphasen immer? Nicht lang, 2, 3 Wochen. Also nie länger wie ein Monat. Na, das heißt, ab morgen seid ihr wieder zusammen? Wäre jetzt der passende Zeitpunkt wieder, ja. Nein, aber in das Schema fallen wir nicht mehr zurück. Also. Kann Eifersucht eine Beziehung zerstören? Auf jeden Fall. Überhaupt keine Angst auf die Eifersucht, aber das war Gott sei Dank bei uns nicht der Fall. Aber kann man sich bessern? Ich glaube nicht. Margit? Aus meiner Sicht ja. Ich war auch krankhaft eifersüchtig. Ich glaube, wenn man eifersüchtig ist und zumindest jetzt bei dem Partner, ich weiß nicht, wie es mit anderen Partnerschaften dann ausschaut, das ist, vielleicht liegt es am Partner, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man eifersüchtig ist, dann ist man eifersüchtig. Aus meiner Sicht, das ist ja nur Sucht. Es ist ja nur, der Hintergrund ist Sehnsucht nach Liebe. Ja, vielleicht stören dir aber auch Kleinigkeiten an deinem Partner, was nicht so passen, was dann Grund geben für die Eifersucht. Ja, weil er sich nicht ändert, jetzt machst du so eine Therapie oder was weiß ich, oder so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe eine Ausbildung genossen. Mhm, eine Ausbildung genossen, also, ja. Nein, Manfred, sie ist, glaube ich, eine von 100, wo es funktioniert hat. Bei 99 funktioniert es nicht, weil sie einfach die Menschen zu wenig ändern wollen. Wie lange ist das daher, dass du das gemacht hast? Also ich habe jetzt 2,5 Jahre und ich arbeite immer weiter an mir. Seit 2,5 Jahren machst du eine Ausbildung? Oder? Ja, ich habe es jetzt abgeschlossen. Aha, und wie lang seid ihr zusammen? Oder wie wir lange? Sind jetzt 6 Jahre beieinander. Mhm. Also folglich, also es hat funktioniert. Schön. Ja. Also, nein, also wirklich, aber Manfred, bei dir ist es ja, trifft das Thema der heutigen Sendung ja genau zu. Ihr könnt es nicht mit und ihr könnt es nicht ohne einander. Ihr wart ja 9 Jahre zusammen. Das ist immerhin schon lange Zeit, ja. Ja, ich sage, die ersten paar Jahre haben eh passt. Also, aber irgendwann, glaube ich, wenn man dann merkt, es passt nicht mehr und es passt wirklich nicht mehr, dann sollte man sich auch trennen. Also dann sollte man nicht probieren, irgendwie zum Ziehen und zum Zahn, dass du irgendwie, es irgendwie doch noch weitergeht, sondern einfach sagen, passt, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, es funktioniert nicht mehr. Wie geht's dir heute ohne sie? Sehr gut, wir verstehen uns ja auch noch. Also ich bin jetzt da nicht angefressen auf sie oder sie auf mich, sondern wir sind eigentlich im guten Einvernehmen auseinandergegangen. Ihr habt Kontakt miteinander? Natürlich, ja. Aber aus dem Grund auch, weil wir so lange auch zusammen sind. Und ich glaube, dass wir so viele Jahre auch zusammenschweißen. Alex, das ist das, was du dir wünschen würdest, ne? Im Guten auseinanderzugehen. Ja, absolut. Ich habe es ja auch im Fall meiner ersten Frau verwirklicht. Überhaupt kein Problem. Wie gesagt, die meisten Menschen wollen sich nicht ändern. Und es kann nicht funktionieren, wie man sagt, die Aufnahme der Geschichte kann nicht funktionieren, wenn es nicht wirklich ein Konsens gefunden wird und dass man sich wirklich am Riemen reißt. Das glaubt einfach nicht. Ich sage, Flucht ist auch eine Strategie, sagt man im Tai Chi. Oftmals gar keine schlechte. Aber wenn man immer nur flüchtet, wie es bei der Helga ist, vor allem zurück, dann funktioniert. Dann kommst du überhaupt nicht weiter im Leben. Manfred, leidest du in diesen Trennungsphasen? Ja, natürlich, wer leidet nicht? Also ich glaube, dass, wie gesagt, eine Trennung nichts Schönes ist. Und wenn man Menschen gern hat oder liebt, dann glaube ich, dass man leidet darunter. Ne? Leidest also, du jetzt auch darunter? Nein, jetzt da nicht mehr. Also ich kann nicht sagen, also mir geht es jetzt so wie es jetzt ist, sehr gut dabei, muss ich sagen. Hast du dann immer gleich neue Affären? Nein. Also bis jetzt war es noch nicht so. Aber wer weiß, was kommt. Sie, wie ist es mit ihr gewesen? Zu viele Affären. Also das, was ich anscheinend ihrer nicht mehr gegeben habe, weil ich vielleicht zu wenig zu Hause war, zu wenig Aufmerksamkeit gegeben habe. Und sie ist einfach ein Mensch, der was Aufmerksamkeit braucht. Und hat sie dir das jetzt anvertraut oder schon früher? Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass es so eskalieren wird. Und ich habe auch viele Sachen nicht so gesehen, dass sie eben so gekommen sind. Ich habe gesagt, ach, ihr redet alle am Blödsinn, weil viele haben es mir ja gesagt. Und ich sage, ja, das kann nicht so sein, aber es war doch so. Gabi Fischer, warum ist das so? Warum können manche nicht mit und nicht ohne einander? Ich denke mal, weil es auch manches Mal darum geht,
sich selbst und die eigenen Bedürfnisse durchsetzen zu wollen. Dann, man geht eine Zeit lang des Lebens miteinander, man wächst ja auch, aber es heißt nicht immer, dass die Persönlichkeitsentwicklung beider Partner gleichzeitig und im selben Ausmaß stattfindet. Manches Mal ist es auch so, dass, wenn ich das jetzt mit einem Zug vergleichen darf, ja, es sind zwar die Schienen gelegt, Züge stehen drauf, aber der eine ist ein Eilzug und der andere ist ein Bummelzug. Hat wobei der Eilzug dann die Aufgabe, auf den Bummelzug zu warten? Ist das Verantwortung des Schnelleren? Also ich denke mal, zumindest sich wo zu treffen. Ja? Aber es ist sowohl, der Eilzug hat seine Vorteile wie der Bummelzug. Also es, da gibt es ja keine Wertigkeit, was ist besser, was ist schlechter. Es ist ganz einfach so. Und wenn man dann draufkommt, naja, man muss immer, irgendwer muss immer unheimlich anzahnen, der Bummelzug, damit er überhaupt den erreicht, oder der Eilzug muss ewig lang warten, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich einen Zug sucht, der die eigene Geschwindigkeit auch bevorzugt. Ja? Und ich denke mal, was bei den beiden mir gefällt, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie ja trennungsgeübt sind. Ja? Mhm. Es dürften beide eine innere Kündigung aufgegeben haben und darum können sie miteinander reden. Sie sind nicht besser voneinander. Und Manfred, Eifersucht kann man schon in den Griff kriegen. Das Einzige, wo es schwierig wird, ist bei der reaktionellen Eifersucht. Das ist die, wo der Partner wirklich immer wieder mir Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Das kriegt man nicht in den Griff, das ist auch verständlich. Aber Eifersucht aufgrund einer Selbstwertproblematik, ja, oder Problemstellungen als Kind oder wie die Margit gesagt hat, Liebessucht und so weiter, ja, denke ich mir, das kann man in den Griff kriegen. Ja. Und dazu bedarf es nicht einmal immer 2,5 Jahre, das kann man relativ schnell erledigen. Aber ich denke mir, alles Gute und auch deiner neuen Freundin und Ex-Partnerin sozusagen. Ja, ja. Danke. So, jetzt kommt noch ein Paar zu uns, Robert und Susanne. Die kennen sich erst seit 3 Jahren, trotzdem brauchen sie jetzt schon eine Paartherapie. Hier sind die zwei. Herzlich willkommen. Hallo. Eure Beziehung wurde ja schon sehr früh auf die Probe gestellt. Ja, das kann man so sagen. Wie war das? Ihr habt euch kennengelernt und dann war auch relativ schnell ein Baby da. Mhm. So ist es, ja. Ja. Geil. Nach 3 Wochen circa. War es schon da? Ja, also die Aussicht. Die Aussicht, ja. Okay, und dann habt ihr euch zusammengerauft und seid einen gemeinsamen Weg gegangen. Warum braucht sie eine Paartherapie? Naja, wir waren schon ein bisschen überfordert, würde ich mal sagen. Dadurch, dass wir so schnell das Baby bekommen haben. Mhm. Der Robert war beruflich gerade in einer Umbruchsphase, also hat sich selbstständig gemacht, war finanziell auch ein bisschen eng. Wir sind erst zusammengezogen, wir haben uns irgendwie noch kaum gekannt eigentlich. Wir hatten so ein bisschen wenig Zeit, ja, vorher. Und dann war gleich... Und ja. Das Baby war da und dann die schlaflosen Nächte und der ganze Stress und das Zusammenwohnen, das hat es halt einfach dann aufgeschaukelt. Und was sind denn die Reibungspunkte zwischen euch? Ich glaube, du sagst, sie ist unpünktlich? Ja, das ist, bringt mich auf die Beine jederzeit. Das war heute auch wieder der Fall. Und, oder dass sie so, du bist so stur. Und unnachgiebig, und wenn es dann um die Kindererziehung geht, dann muss sie einfach recht haben. Susanne, wie siehst du das? Wie sehe ich das? Ja, ich sehe ihn als sehr insistierend, ja, besonders wenn es um den Kleinen geht. Wenn ich sage, ich würde das gerne so machen, dann kommt er und sagt, nein, das muss jetzt aber so sein. Oder ich finde, er kann nicht so gut zuhören oder nicht so aufmerksam. Ja. Und ist sehr, ja... Gibt es noch einen Punkt? Ich glaube, du hast einmal das Baby angezogen in einer bestimmten Farbe. Das war aber die falsche Farbe. Ja, ich habe die Blue Jeans angezogen und sie wollte halt die Korthosen haben. Und dann oder umgekehrt. Geht's oder umgekehrt. So und wie, und über kleine sowas kann man Alltagsgeschichten halt. Na, wenn man unausgeschlafen ist und irgendwie sich, weiß nicht, oder in der Arbeitsstress hat oder so, dann schon. Okay, und ihr habt diese Paartherapie gemacht, und was lernt man in dieser Paartherapie? Da,
Ich würde nur sagen, der Auslöser ist das halt dann meistens so eine Kleinigkeit. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, und es köchelt schon immer ein bisschen, weil es dann schon. Aber so macht sie einen harmonischen Eindruck eigentlich. Also, dass da die Fetzen fliegen zu Hause, habe ich nicht den Eindruck. Ja, das schaut so aus, weil die Basis ist schon da, dass ich sage, also wir lieben uns total und das Wichtigste ist, dass man einfach, man muss füreinander sein. Also das war immer das Wichtigste, das Ja zu dem Ganzen, weil sonst hält es das nicht aus, wenn du streitest oder wenn die Emotionen so hoch gehen. Und was habt ihr jetzt definitiv dort gelernt in dieser Paartherapie? Ja, einfach zu sehen, was so die Muster sind, ja, von den Streitereien. Das ist ja irgendwie eh immer wieder das Gleiche. Und wie ihr auch alle gesagt habt, finde ich, es hängt mit einem selber zusammen. Ne? Das sind deine eigenen Geschichten oder Erwartungen, ja, aus denen dann Streitereien kommen. Ja? Es hängt ja nicht mit ihm zusammen, sondern dass ich mit mir irgendwie unzufrieden bin oder so. Er ist dann vielleicht der Auslöser dafür. Robert, Sie hat gesagt, du bist ein schlechter Zuhörer. Hörst du jetzt besser zu? Ja, das habe ich zumindest gelernt. Und zwar, das geht dann recht schnell. Also. Das gibt ja so ein Buch, glaube ich, warum Männer schlecht zuhören können oder irgendwie so ähnlich heißt es auch. Susanne, und macht er Fortschritte? Ja, sehr. Es hat sich viel geändert bei uns beiden, ja, seit wir das machen. Und wie lernt man zuhören? Das Wichtigste, was ich da gelernt habe, ist, dass einfach der Mann muss da sein. Also die Frau will einfach ein Mann, der da steht. Also wie es heißt, also du musst deinen Mann stellen. Und das ist schon das Sprichwort, was das sagt. Der Mann, also so wie ich das dann gemerkt habe, ich mache sie emotional. Ne? Oder ich bringe es halt zum Streit. Und die Frau reagiert halt dann drauf. Und dann ist oft gewesen, dass der Mann halt dann geht. Und ich bin halt oft gegangen. Ich bin dem Streit aus dem Weg gegangen oder ich habe mich einfach umgedreht. Und dann und was hat sich das heute so geärgert. Und was machst du heute? Na, heute bin ich da. Also ich bleibe mal da stehen und ich steige nicht mehr ein auf diese Muster. Und diese Muster. Nix. Du bleibst da und sagst aber nichts. Ich versuche einmal nicht darauf reagieren, weil ich habe so reagiert, so wie mit dem Holzschlaghammer. Und habe halt einfach sozusagen sie quasi niederargumentiert. Oder halt einfach so versucht, was Männer halt gut können, argumentieren mit dem Verstand. Und das war halt nicht gut. Und jetzt bin ich halt da und versuche einfühlsam zu sein und drauf zu hören. Was meint sie eigentlich? Und ich frage sie auch, was habe ich eben getan, dass du dich jetzt so aufregst? Oder was habe ich nicht getan, dass du dich so aufregst? Und sie wird immer klarer und sie hat dann so einen guten Detektor, dass sie mir einfach sagen kann, was ist jetzt der Auslöser von unserem Streit? Und oft ist dann schon bei mir, aber manchmal ist es auch bei ihr. Oder manchmal ist es von unserer Beziehung, so wie wir es halt aus der Kindheit gehört haben, von den Eltern, so diese... Ist das nicht alles furchtbar kompliziert? Es klingt so, es ist dann so einfach, wenn du das einmal gelebt hast und irgendwie erfahren hast. Das ist dann, glaube ich, so wie mit der Ernährung. Hast du sie einmal umgestellt, dann funktioniert es. Ja, nicht bei ihm. Aber sie haben beide den Willen dazu. Das ist ja schon, dass sie zusammen die Therapie machen. Das ist ja schon mal eine super Basis. Und beide wollen an einen Strang ziehen. Und es zahlt sich total aus. Weil schau, da hast du ein Kind gemeinsam und das wäre ewig schade, wenn du dann mit einem anderen Partner hast, wieder genau die gleichen Probleme, wenn du davon läufst. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen 5 Gästen auf der Bühne. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Helga, die hier bei uns war, die, wie gesagt, ja das Studio verlassen hat, um sich um die Ines, um das gemeinsame Kind zu kümmern. Wenn Sie Ihre Meinung loslassen wollen, dann rufen Sie mich bitte an 0991 0098. Wir sind auch im Teletext vertreten unter Seite 336. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis jetzt haben Sie in Ihrem Leben auf Ihren Beruf geschaut. Sie sind erfolgreich, Sie kommen gut voran, aber jetzt müssen Sie sich sagen lassen, Karrierefrau, du findest keinen Mann? Dann kommen Sie zu uns und wir reden darüber. 0900 91 0098. In der
der Barbara Karlich Show. Ich finde eigentlich schon, dass sie die Männer da schon auch den Kopf zerbrechen müssen. Ich habe leidvoll Erfahrung gemacht, dass das die Männer nicht tun. Die Entscheidung soll bei der Frau bleiben. Die Frau weiß am besten für ihren Körper Bescheid. Es gibt keinen Sex ungeschützt. Donnerstag, 16 Uhr, ORF 2.